Also ich freue mich, mit Herrn Blank das gemeinsam machen zu dürfen. Guter Freund aus gemeinsamen Zeiten und viel gemeinsames Interesse in der Kardiologie. Und wir müssen einfach mal sofort anfangen, weil wir schon deutlich hinter der Zeit sind. Und wir rufen, ja, noch nicht ins Stadion, sondern wir rufen jetzt Herrn Dukoc mit seinem Vortrag und Hands-on Notfall-Echokardiografie. Bist du da, Bau? Ich bin da, ich bin bereit, ja. Vielen Dank, Herr Blank, vielen Dank, Wolfgang, liebe Kolleginnen und Kollegen an den Bildschirmen. Ich möchte gerne zur Notfall-Echokardiografie Ihnen einige klinische praktische Tipps mitgeben. Grundlage ist natürlich für eine gute Notfall-Echokardiografie, dass wir die Standard-Echokardiografie beherrschen. Aber da gibt es doch einige Unterschiede, die man beachten muss. Ich möchte gerne Ihnen einen Fall von voriger Nacht kurz vor Mitternacht vorstellen, den ich gemacht habe. Das ist ein junger Patient, 61 geboren, als KIM-Patient, also mit Vorderwandinfarkt, Hebung in 1 AVL, kurz vor Mitternacht eingeliefert, und der hat Blutdruckwerte und Frequenz, die für einen kardiogenen Schock sprechen, Sky-Klassifikation B, C, und das ist die fokussierte Echokardiografie mit einem V-Scan oder Point-of-Care-Ultraschall. Und Sie sehen, ich weiß nicht, Herr Blank, Wolfgang, man sieht, ja, Patient hat im EKG Hebung über der Vorderwand, man sieht infralateral, lateral eine Akinesie, und meine erste Vermutung ist, dass es irgendwie der CX-Bereich auch nicht in Ordnung sein kann. Und ich habe natürlich, weil ich dann die CX oder die LRD intervenieren möchte, mit der RCR begonnen, und zwar mit dem Diagnostikkatheter, und da war ich schon überrascht, da haben wir eine Stenose in dem proximalen Bereich, und mit dem EBU habe ich eigentlich in der Intention der Intervention schon rein in den Hauptstamm gelegt, und CX sieht in Ordnung aus, die LRD sieht auf den ersten Blick komplett in Ordnung aus, vielleicht in dem unteren Bereich distal sieht man eine Muskelbrücke. Nun, ja, die RCA ist hochgradig stenosiert, muss interveniert werden. Das ging auch ganz schnell, und das Gefäß ist wieder auf. Jetzt ist die Frage, was wir daraus machen. Wir haben einen Ultraschall, also ein EKG mit Hebung über der Vorderwand, und im fokussierten Ultraschall ist die lateral und die infralateralen Segmente sehen komisch aus. Habe ich direkt eine Levokardiografie gemacht, und da sieht man in diesem anterobasalen, anterolateralen Segment, dass irgendwie das Kontrastmittel den Ventrikel verlässt, auch in der LO40-Projektion ungefähr bei 1 Uhr. Und die Frage ist, ist das ein VSD, ein Perikarderguss, wie auch immer? Und zumindest war ich mit dem Draht nirgendwo in dem LRD-Gebiet. Und war wirklich große Überraschung, und wir haben dann direkt auf dem Tisch nochmal den V-Scan nochmal geholt und dann anders geschaltet, und Sie sehen in dem linken Bild oben irgendwie vor der freien Wand des rechten Ventrikels so eine homogene, echoreiche Formation. In der parasternalen langen Achse sehen Sie so eine homogene Formation, die dann den rechten RVOT komplett komprimiert, und von subkostal dachte ich, muss ich vielleicht den Perikarderguss punktieren, sieht man auch keinen Perikarderguss. Was ist das nun? Wir haben natürlich dann eine Standard-Echokardiografie-Untersuchung gemacht, und Sie sehen hier diese hochgradig reduzierte Pumpfunktion mit der hochgradig reduzierten Pumpfunktion, Akinesie in meinen Augen, insbesondere der lateral, anterioren und infralateralen Segmente. Und ich habe eigentlich die RCA interveniert, und da war natürlich die Frage, was da los ist. Und wir haben natürlich auch einen IVUS der LRD durchgezogen und sehen Plaque-Veränderung, aber keinen Hinweis auf eine Plaque-Ruptur. Und jetzt zum Thema Notfall-Echokardiografie. Also in der Notfall-Echokardiografie ist das wichtig, dass wir nicht nur die Standardschnitte, wie man links oben sieht, einstellt, sondern etwas den Fokus noch breiter macht und eigentlich ein Echoscan-Manöver durchführt, um alle Wandabschnitte zu sehen. Und Sie sehen auf der rechten Seite, wenn man das ganze Feld aufmacht, dann sieht man die Pathologie vor dem rechten Ventrikel. Und Sie sehen auch hier unten, diese Formation ist eigentlich sehr homogen, da fließt keine Farbe hinein. Und das ist nochmal in der Standardparastanalen sehen Sie diese tumorösen Veränderungen. Und wir haben natürlich ein CT gemacht, und
Da sieht man die gedeckte, perforierte Ventrikel in dem anterobasalen Segment. Und der Patient ist gestern operiert worden, ihm geht's gut. Er hat das glücklicherweise überlebt. Und unsere Hypothese ist, der Patient ist letztlich mit einem akuten Koronarsyndrom im Bereich der CX aufgenommen worden, hat aber letztlich ein subakutes Geschehen in 3 Tage zuvor, wenn man genau fragt, gehabt. Bei der Notfallechographie oder fokussierten Sonographie gibt es so 3 Qualitätsstufen, wie Sie sehen. Einmal die fokussierte Sonographie des Herzens mit diesem V-Scan-Gerät. Und da geht es darum, dass wir ganz schnell zu der Diagnose kommen, was der Patient hat. Die Notfallechographie ist per Definition schon eine qualifizierte Diagnostik von einem Spezialisten, Kardiologen oder mit einem Arzt, der häufiger damit zu tun hat. Und die Standardechographie ist natürlich, wird mit High-End-Geräten gemacht, wo wir Kontrast-Echo-Verfahren haben und die großen Geräte haben natürlich längere Startzeiten, sodass man sie im Notfall schwer auch an den Mann bringen kann. So sieht das aus. Im Notfall gibt es natürlich meistens 5 Fragestellungen, die wir beantworten müssen. Die Frage nach Perikarderguss, nach Pumpfunktion, Wandbewegungsstörung und nach Rechtsherzbelastung, also Equality, die Dimension vom rechten und linken Ventrikel, sowie dann der Ausgang aus dem Herzen, die Aorta Aszendenz und bezüglich Volumenstatus die Vena Cava Inferior. Da möchte ich gleich in meinem Schall darauf näher eingehen. Wir brauchen im Notfall Echo atypische Anlotungen. Es ist dann nicht sinnvoll, als erfahrene Untersucher nur die Standardschnitte einzustellen, sondern man muss die Standardschnitte verlassen, das Feld aufmachen und eigentlich atypisch schallen. Und wenn der Patient ganz flach auf dem Rücken liegt, hat man sowieso keine typischen Anlotungen und hat möglicherweise die Möglichkeit, auch atypische Veränderungen zu sehen. Ich möchte ganz schnell noch einen zweiten Fall vorstellen. Das ist eine 63-jährige Patientin, die mit Thorax-atemabhängigen Beschwerden, Rückenschmerzen zugewiesen wurde. Die ist in der Nacht gestürzt, hat eine Kraftlosigkeit in den Beinen angegeben und hat auch von den Vitalparametern so einen kardiogenen Prä-Schockzustand. Und unser Arzt in der Ambulanz hat schon mit V-Scan geguckt und berichtete von einem Perikarderguss und mit lagerungsabhängigen Thoraxschmerzen hat er die Diagnose einer möglichen Perikarditis gestellt. Und das EKG zeigt keine Veränderung und wir haben kardiovaskuläre Risikofaktoren und ein BMI von 36 und der Troponin-Schnelltest ist positiv. Was macht man in dieser Situation? Man kann natürlich sagen, oh, irgendjemand hat einen Ultraschall gemacht und das wird schon gut sein und wir schicken auf die Station an die Telemetrie und gucken am nächsten Tag nach. Das machen wir nicht. Ich habe dann den Patienten direkt im Ultraschall nochmal gesehen und Sie sehen hier die Aufnahme der Patientin. Na, Sie sehen an dem hohen Gen, dass die Patientin besonders dick sein muss und wir sehen da ein Perikarderguss und in der Farbe sieht man vielleicht eine Aorteninsuffizienz. Vielleicht Wolfgang, du kommst wahrscheinlich schon drauf, ich weiß es nicht. Ich mache mal weiter. Das sind die parasternalen Achsen und ich glaube, einige von Ihnen sehen was oder sehen nicht. Gibt es hier eine Pathologie in dem Bild? Also ich denke, viele erkennen die erweiterte Aorta und irgendwie sieht das da komisch aus, aber irgendwie kriegt man die Aorta nicht richtig eingestellt und kann das gar nicht so richtig beurteilen. Und dann muss man natürlich im Notfall die suprasternale Anlotung auch können und dann schauen, ob wir eine Dissektionsmembran oder ein falsches Lumen vor uns haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig da. Also aus den Bildern kann ich keine Membran erkennen oder ein falsches Lumen. Was wird man als nächstes machen? Und in den meisten Fällen sagen unsere Assistenten, dass wir schon viel früher einen CT-Thorax machen sollen, aber das ist eigentlich noch gar nicht erforderlich, denn man hat ja noch die subkostale Anlotung und Sie sehen hier in der subkostalen Anlotung diese Membran in der descendierenden Aorta und haben eigentlich die Diagnose einer Stanford-A-Dissektion mit Perikardtamponade und Aszendenaneurysma gestellt, sodass mit dem Ultraschall-Schallkopf, dass man auch letztlich bis zur Prostata sich vorschallen kann und alle Pathologien darstellen kann, um die Diagnose zu stellen. Und letztlich die Bildgebung ist natürlich erforderlich, aber die sollte dann auch ergänzend die Diagnose, die wir möglicherweise schon stellen können, sichern. Das ist schon meine Take-Home-Message. Und zwar, wenn wir einen instabilen Patienten haben, müssen wir fokussierter, schneller,
mit atypischen Anlotungen die Pathologien darstellen. Und bei der Notfallsituation ist das wichtig, dass wir qualifiziert das machen und dass wir natürlich, wenn wir wissen, dass jemand ganz neu den Ultraschallkopf bedient, dass man als Erfahrener auf jeden Fall nachschalten muss. Und wenn die Zeit nicht da ist, muss man auf jeden Fall frühzeitig eine Standard- oder eine Notfall-Echokardiografie-Untersuchung vornehmen, um letztlich mit guten Geräten auch alle Pathologien darstellen zu können. Ich möchte eigentlich, ich habe noch 5 Minuten, oder ich weiß es nicht mal ganz genau, ich möchte gerne 5 Minuten habe ich noch zur Patientin überleiten. Die Fragestellung, die wir im Notfall haben, sind wie gesagt Wandbewegungsstörungen. Ich möchte gerne in meinem Ultraschall die Frage häufig nach Rechtsherzbelastung oder die Frage nach der pulmonalen Hypertonie eingehen und möchte Ihnen da einige Tipps auf den Weg mitgeben. Ich gehe einmal zu der Patientin, die sich freundlicherweise heute zur Verfügung gestellt hat. Bitte können Sie einmal auf die linke Seite drehen. Das ist eine Patientin, die wir vorgestern aus dem Nachbarkrankenhaus übernommen haben mit erste Diagnose einer reduzierten Pumpfunktion. Sie hat eine Choro bekommen und hatte höhergradige Stenose im Bereich der RCA und CX, ist gestentet worden und hat in der Voranamnese eine COPD-Erkrankung. Das ist so viel dazu. Und sie hat im Echo im anderen Haus ein pulmonales Druck von 65 gehabt und eine gestaute Kava. Und die Kollegen haben da reingeschrieben, plus 20. Also das waren hohe pulmonales Drücke. Und ich möchte gerne das noch einmal Ihnen demonstrieren. Wenn wir Rechtsherzbelastung darstellen wollen oder zeigen wollen, ist es wichtig, dass wir Standardschnitte haben. Und es ist wichtig, dass wir den linken Ventrikel oder die Spitze auf dem Schallkopf, unter dem Schallkopf haben. Wenn Sie den Schallkopf hier schon auf die rechte Seite parken und einen sogenannten RV-modifizierten Blick haben, dann haben Sie eigentlich immer Rechtsherzbelastung. Und bei jungen Kollegen wird häufig der Schall so gemacht in etwa, sodass wir glauben, dass der rechte Ventrikel schon sehr erweitert ist, aber da haben Sie keinen Ventrikelspitze des linken Ventrikels. Also Sie müssen gucken, dass wir die Spitze hier unten haben und dann sieht das schon ganz anders aus. Sie sehen, der rechte Ventrikel ist im Vierkammerblick praktisch normalerweise ein Drittel bis maximal 2/3 der Dimension des linken Ventrikels. Und mit dem Vierkammerblick, was wir standardmäßig immer als erstes machen, können wir natürlich alle Dimensionen direkt beurteilen. Wir können Wandbewegungsstörungen sehen und Perikardergüsse sehr gut einstellen. Und in der Notfallsituation ist, wie Sie eben in dem Fall gesehen haben, dass wir nicht ein schmales Fenster wählen, sondern dass wir ein breites Fenster. Und am besten muss man ein Scan-Manöver machen. Ne? Das sieht so aus, als ob man unerfahren ist, aber das ist wirklich wichtig, dass Sie wirklich benachbarte Strukturen einsehen wollen. Und wenn wir jetzt zur Frage der Rechtsherzbelastung kommen, ist das so, wie vermesse ich dann den rechten Ventrikel? Da möchte ich eingehen. In den Leitlinien steht, dass wir das in dem sogenannten RV-fokussierten Blick machen. Das heißt, wir schallen nicht hier mittig durch, also mittig, sondern wir kippen unseren Schallkopf etwa auf die rechte Seite und haben immer noch die linke Ventrikelspitze oben im Fokus und schallen hier rüber zur freien Lateralwand. Und wir sehen hier die Öffnung der Tricuspidalklappe. Wir sehen komplett die freie Wand. Dazu wirst du gleich in deinem Vortrag eingehen, Wolfgang. Da möchte ich gar nicht viel erzählen. Aber wie vermesse ich nun den rechten Ventrikel? Das möchte ich Ihnen einmal zeigen. Das ist vielleicht trivial, aber viele junge Kollegen wissen nicht, wo man misst und wann man das misst. Wenn ich hier jetzt den rechten Ventrikel messen möchte, messe ich das in der Enddiastole, das heißt in der maximalen Erweiterung. Das heißt, der Schlag, wo die Klappen zugehen, das ist schon zu spät. Wir müssen genau in den Schlag gehen und messen an der Basis. Das ist hier, von hier bis hierhin. Und die Patientin hat eine Basis von 4,4. Das ist erweitert. Also 4,1 ist der Parameter, den die Patienten nicht überschreiten sollen. Und wenn wir nun jetzt den rechten Vorhof ausmessen, ist die Frage, wie messe ich das?
Ne? Das ist nämlich so, dass wir den rechten Vorhof, die Fläche in der Endsystole messen. Das heißt, hier sind die Klappen noch geschlossen. Wenn Sie ein bisschen nach rechts gehen, gehen die Klappen auf. Da sollte man nicht messen. Man misst das genau in der Endsystole, wo die Klappen noch geschlossen sind. Und Sie können hier rüber gehen in die Area und messen RA Area und umfahren das Ganze. Gott. So, der, mit dem Cursor, der ist auch heute etwas... So, Sie messen das und sehen schon, wie das interatrale Septum hier zum rechten Ventrikel hier rüber schwenkt und haben eine Fläche hier von 22 Quadratzentimeter. Und der Normalwert für eine Vorhoffläche ist ab 18 erweitert. Und es gibt bei der pulmonalen Hypertonie den Wert von 27 Quadratzentimeter, denn Sie wissen müssen, das ist dann da der Wert, wo die Prognose sich verschlechtert. Ich denke, der Goldstandard-Parameter für Rechtsherzbelastung, Lungenhochdruck ist natürlich die Tricuspidalgeschwindigkeit. Und wenn wir hier die Geschwindigkeit einmal erfassen, sehen Sie diese Kurve, die sieht noch nicht ganz schön aus. Es geht um das Prinzip hier. Wird ja häufig im klinischen Alltag der der systolische Pulmonalisdruck angegeben. Ich mache das mal hier. Ich sage mal, die Kurve endet irgendwo hier da, genau. Ne? Das ist dann 33, 34 mm Hg plus noch den errechneten Druck von dem rechten Vorhof, der dann über die Vena Cava Atemmodulation errechnet wird. Und in den Leitlinien für Pulmonalhypertonie wird nicht der systolische Pulmonalisdruck angegeben, sondern die Geschwindigkeit von 2,9 in dem Fall. Die Messung der Vena Cava ist sehr fehlerbehaftet, sodass man in den pulmonalen Hypertonieempfehlungen den Wert von über 2,8 benennt für ein Risiko, ein intermediäres Risiko für das Vorliegen einer pulmonalen Hypertonie. Und wenn diese Vmax-Geschwindigkeit über 3,4 Meter pro Sekunde ist, dann haben wir ein hohes Risiko auf das Vorliegen einer pulmonalen Hypertonie. Das ist der, eigentlich der wichtigste Wert, der uns die Pulmonalhypertonie auf eine Pulmonalhypertonie hindeutet. Wir können natürlich nicht sagen, ob das eine prä- oder postkapilläre Hypertonie ist und müssen natürlich eine Rechtsherzkatheteruntersuchung machen. Dann noch zu den Messungen in der parasternalen Achse, was sehr schnell und sinnvoll ist, wenn Sie zum Beispiel, Sie können den Arm ruhig hier runterhalten, jawohl, wunderbar. Ne? Wenn Sie einmal hier diese parasternale Anlotung wählen, und sehen einen dilatierten rechten Ventrikel, ja, das ist besser. Dann ist es auch hier, ach, das ist ein Extraschlag, den will ich nicht haben. So, gut, noch ein bisschen besser. So, ich messe das einmal aus. Man kann den proximalen RVOT in dem Bild messen und da gibt es auch Standardwerte, die Sie wissen sollen. Wie messe ich das und wo messe ich das? Wir messen das hier bei dem, in der Enddiastole. Also genau da messen wir und wir würden von der vorderen Wand des rechten Ventrikels auf diesen Bereich der Aortenwurzel kommen und sehen da einen Wert von 3,8 cm. Der sollte nicht über 3,0 cm sein, sodass wir bei der Patientin hier eine RV-Dilatation haben. Wir haben einen pulmonales, eine Tricuspidalgeschwindigkeit von 2,9 ist auch erhöht. Also sie hat eine Pulmonalhypertonie und ich habe ihr den Ventrikel nicht komplett gezeigt. Sie sehen, das ist eine reduzierte Pumpfunktion, die ungefähr um die 30% liegt. Wir haben letztlich hier noch das interatrale Septum mit dem dilatierten linken Vorhof, sodass die Patientin sicherlich eine HEF-REF mit schwerer diastolischer Dysfunktion hat. Und ich möchte noch einmal, wenn ich über der Zeit bin, bitte einmal stoppen. Da gibt es bei der akuten Lungenembolie dieses 66-Sign und ich möchte Ihnen einmal vorführen, wie man das bestimmt. Wir stellen uns die Pulmonalklappe ein. Ich gehe ein bisschen ran, weniger Gain. Und platziere meinen PW-Doppler genau hier in dem RVOT. Und dann sehen Sie diese Kurve, genau. Das kann man auch noch ein bisschen auseinanderstrecken. Und wenn normalerweise ist diese die Anstiegsgeschwindigkeit
über 105 Millisekunden. Und wenn Sie hier die Pulmonalklappenöffnungen sehen, ich muss auf Time gehen, zack, und das bis zur Spitze der maximalen Geschwindigkeit gehen, dann haben Sie einen Wert hier von 88 oder 90. Das heißt, die Patientin hat schon indirekte echokardiografische Kriterien für das Vorliegen einer pulmonalen Hypertonie. Und wenn Sie eine akute Lungenembolie haben, dann ist das so, dass dieser 66 sein, dass Sie dann 60 Millisekunden ungefähr haben. Und normal ist das über 105. Zu Vena Cava Inferior, da wirst du wahrscheinlich in deinem Vortrag eingehen. Wolfgang, habe ich gerade schon so ein bisschen mitbekommen. Ich würde jetzt im Interesse der Zeit beenden, wenn das in Ordnung ist. Oder gibt es noch Fragen aus dem Auditorium? Umfassend berichtet, eine Menge von Bildern. Fragen aus dem Publikum? Also sonst darf ich einfach nur mal von meiner Seite so ein bisschen als Senior kommentieren, dass das Thema Notfall-Echokardiografie natürlich politisch extrem besetzt ist. Ja, wer darf das machen und mit welcher Qualifikation sollte man es machen und mit welcher tatsächlichen Qualifikation der entsprechenden Diagnostik am Ende? Also da gibt es ja jetzt Schuss-Weisli, haben wir gerade noch wieder im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Innenmedizin festgelegt, dass eigentlich jeder eine Notfall-Echokardiografie, aber mit einem ganz, ganz umschriebenen Bereich in der Aufnahme kriegen sollte, der mit Thoraxschmerzen kommt. Und da gehört die Aortendissektion, die du gezeigt hast, ja ganz sicher mit dazu. Die hätte man, glaube ich, dann auch erkannt, wenn man ein Basiswissen vermuten oder voraussetzen darf. Ja, aber das ist jetzt nur ein Punkt. Der andere Fall war natürlich ein bisschen spektakulär mit dem, das ist ein Pseudoaneurysma, haben wir das früher genannt, ja, also ein perforierter, in den Perikardbereich gehender Infarkt. Das ist schon eine Nummer, die ist für die Notfall-Echokardiografie sicherlich auch sehr weit gegriffen. Ne? Ja. Herr Blank. Von meiner Seite kein Kommentar. Und einen großen Dank an den schönen Vortrag. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.